Hallo zur nächsten endlosen Nicht-Einführung in Stille sitzen. Wir hatten schon Freundlichkeit. Viele Leute haben sich Freundlichkeit angeguckt. Wir hatten Gelassenheit. Nicht so viele Leute haben sich Gelassenheit angeguckt. Ist auch Entspannung gewesen. Heute ist der Bereich, ja, riesengroß, Aufmerksamkeit dran, nee, Mindfulness, Achtsamkeit. Aber was man wirklich in unserer Linie zusammenbringen kann und fühlen mehr und im Alltag mitkriegen kann besser, ist Klarheit. Ja, letztes Mal schon nebenbei erwähnt, ich umschiffe die Negativaspekte, also Hindernisse dazu oder Abwege und so, erstmal hier jetzt in dem super Nicht-Einführungsabschnitt, weil Klarheit ist wirklich das Liegen auf einer Wiese, ja, im Sommer. Der klare Himmel, den man dann sieht, grenzenlos, macht das mal. Das ist eine tolle Erfahrung. Alle Viere von sich und dann in den Himmel schauen, sich eins mit dem Erdball fühlen in übertragenen Sinne und dann das Firmament ziehen zu lassen. Klarheit. Klarheit in den Schriften erwähnt als der klare Himmel, aber auch dass der See, ungetrübter See, die Oberfläche des Sees ist auch glatt, ne? Klarheit. Und das kann man fühlen. Und jetzt gehen wir raus aus dieser fantasievollen Variante Alltag. Essen. Essen ist enorm wichtig in Bezug auf dieses Gefühl Klarheit. Mal festzustellen, welche Nahrung mir zum Beispiel so ein Gehirnnebel macht, Brain Fog, Zucker, ja, ganz schlimm. Aber selber mal feststellen, was für Ernährung, auch Trinken, ja, führt eben nicht dahin oder erschwert Klarheit. Ein Thema, ja, wirklich Ernährung und diese Klarheit wird gebraucht im stillen Sitzen, den ganzen Tag über auch. Und natürlich ausreichend Schlaf. Also auch das mitzukriegen, wie fühlt sich das an, wenn ich um 15 Uhr vielleicht so ein Bio-Tief habe, ist das was anderes als zum Beispiel zu viel gegessen, etwas gegessen, was mir den Geist vernebelt, oder merke ich etwas anderes, zu wenig Schlaf. Ja. Das sind andere Gefühle. Und das bei sich festzustellen, ist fürs stille Sitzen wichtig. Und im stillen Sitzen, so wie im Alltag, lernt man mehr zu unterscheiden. Und das ist eben auch ein Umschalten, wie gehe ich damit um? Anstatt zu sagen, oh, dieser Gehirnnebel oder Klarheit hat man nur ganz selten, die anderen sind schuld, dazu überzugehen, zu sagen, diese Aspekte, die kann ich lernen, es wird wirklich langsam besser, und dann sein Verhalten, Ernährung, Schlaf, darauf einzustellen, dass man mehr Klarheit hat. Und wieder zurück zu dem fantasievollen Aspekt, diese Klarheit, frische Luft, wie fühlt sie sich an? Dieses Gefühl zu kultivieren, ist auch wichtig. Ja? Kultivieren. 4 Minuten. Ihr seht, das muss gar nicht so lang sein und schon hat man den Bereich Aufmerksamkeit erweitert, zurückgeführt auf Körpergefühl. Wie fühlt sich Klarheit für mich an? Was ist das?
Man kann das auch intellektuell greifen, das ist klar. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch probieren. Dann aber über alles, also wirklich Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Klarheit, Wachheit, also den Gesamtbereich abzudecken, schriftlich, wenn ihr das wollt. Mir ist wichtiger, diese Worte mit Körpergefühl zu denken ist das nicht, fühlen ist das nicht, immer mehr mitzukriegen, dass das so eine einheitlich, gesamtheitliche Wahrnehmung der Umwelt ist und sich darin zu Hause zu fühlen. Ist Teil davon. Deswegen ist das stille Sitzen nicht getrennt vom Alltag. Es gibt manche Leute, die versuchen, Meditation wirklich zu trennen vom Alltag. Das ist hier nicht so. Das, was ich im Alltag erlebe, finde ich im stillen Sitzen, in meiner Meditation wieder. Andersrum auch. Das, was ich in der Meditation feststelle, finde ich im Alltag wieder. Im Schlafen auch, aber das kommt dann später, wenn wir Traum-Yoga machen. Das ist es schon für heute. Muss ja nicht unnötig anfangen, meine Einleitung zu vernebeln. Lasst uns einfach mal mit dem Begriff Klarheit, die Meditation geht schon los, also richtet euch ein. So wie ihr das gerne mögt, sitzt auf einem Stuhl angenehm oder auf der Erde, was ihr da präferiert. Probiert verschiedene Varianten aus. Nicht jetzt, jetzt nehmt ihr eine. So lange dauert das noch nicht. Versucht vollständig zu atmen, damit genug Sauerstoff in euren Körper kommt, damit ihr die Grundvoraussetzung für Klarheit habt. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich der ganze Körper an, wenn ich vollständig atme? Wo fühle ich denn überhaupt vollständigen Atem bei mir? Kann ich mit dem Atem meinen Körper noch mehr entspannen? Ihr merkt, das ist ein bisschen angeleitetes, also ein wenig forcierter Atem ist gar nicht schlimm. Also macht euch in der späteren Praxis nicht so viele Gedanken darüber, ob ihr nun diesen Atem ihn unter kontrolliert oder ob er frei fließt. Macht euch da nicht so einen Kopf von. Wenn ihr ihn kontrolliert, dann wollt ihr ihn kurz kontrollieren und wenn ihr dann ihn frei fließen lasst, dann lasst ihn frei fließen. Lasst den Körper und den Geist von selber zur Ruhe kommen. Bis dann von selber der Körper für sich selber hinatmet. Nicht lange, 3 Minuten, mal in Stille. Mit dem im Hintergrund vorhandenen Begriff Klarheit sitzen.
hier und klar. Drei sehr langsame Atemzyklen, in denen man den Mensch nochmal darüber reflektiert, wie war das jetzt ohne inneren Monolog, auch darin wird Mensch besser. Wunderbar. Das soll es schon wieder gewesen sein für die kurze Einführung. Ah, Swiss A. Hallo.